Moin liebe Trickster und herzlich willkommen zu einer Fortsetzung. Gestern ist ein Video online gekommen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ergibt dieses Video auf gar keinen Fall Sinn. Bitte checkt erstmal die Infokarte da oben und schaut das Video von gestern. Das ist wirklich wichtig, dass ihr das in der Reihenfolge guckt und nicht andersrum. Ich reagiere nämlich auf die Top 10 besten Magier, die 2017 bei America's Got Talent und bei Britain's Got Talent waren. Gestern haben wir uns Platz 10 bis Platz 5 schon reingezogen und jetzt ist noch die Top 4 übrig geblieben. Es wird Zeit, wer sind jetzt die 4 besten Magier von der letzten Staffel America's und Britain's Got Talent? Seid ihr bereit, euch ein Video anzuschauen, bei dem sämtliche Werbung von Got Talent selbst geschaltet werden, weil die sich schön Copyright Claims gönnen und ich verdiene leider keinen Cent daran. Ich mache die Videos aber trotzdem, weil ihr die einfach liebt. Ich sehe das ja an der Resonanz. Ihr wollt diese Reactions sehen. Ich habe euch alle lieb. Lasst uns weiter zusammen Reactions machen. Let's go. Platz 4. Wer ist auf Platz 4? Ah, das kleine Mädchen. Das kennen viele von euch schon. Ich werde dauernd gefragt, Matti, kannst du mal auf dieses kleine Mädchen reagieren? Wisst ihr was, liebe Freunde? Wir reagieren jetzt auf dieses kleine Mädchen. Let's go. Ich brauche Wasser. Ich habe Durst. To show you some of my two favorite things. Warum spielen die denn Harry Potter Musik? Look through the book and see if each page is different. Yes. Ein Buch, jede Seite ist unterschiedlich. My second favorite author is Enya Blyton, the magical ein zweites Buch. Alicia, could you look through the book und ebenfalls, das Buch wird untersucht, dass alle Seiten unterschiedlich sind und so weiter. My third favorite drittes Buch. Author is David Wyams, the Midnight Gang. Hey, das ist er! So, er darf jetzt sein eigenes Buch durchgucken. Kleine Info an dieser Stelle. Sie ist die Enkeltochter von einem berühmten Magier. Das heißt, sie hat von zu Hause aus schon ganz viel mitbekommen. Put it on the floor for me, please. Where? Over there. Very bossy. Aber ich finde es schön, down wie here? Selbstbewusst yeah. sie auch einfach präsentiert. I can't okay. lift it. Er soll die Kiste hochheben, aber sie ist zu schwer. To go and help I literally can't lift it. Ist leider zu schwer, die Kiste. Denk dran, sie hat sie ja reingetragen. To ja? me, to you. To me, to you. Die versuchen, die zu bewegen. Die wollen sie gar nicht hochheben, die wollen sie nur bewegen, aber nicht mal das geht. Oh, wait one minute. Could you sit back down for me, please? All right, go sit down. Go sit down. No, you as well. Okay. Ach, das Kartenspiel war da drin. Ja, das war natürlich jetzt sehr schwer. Das kann sehr gut sein, ja. Wie easy sie die einfach wegsneakt. Okay, jetzt kommt ein Kartentrick. Guck mal, das ist jetzt bitte einmal für alle von euch, die mir sagen, Matti, na, kannst du mal andere Tricks erklären als mit Karten? Meine Hände sind zu klein für Kartentricks. Nix, deine Hände sind zu klein. Du hast nicht genug geübt. Guck mal, da ist ein 8-jähriges Mädchen und die rasiert einfach komplett mit solchen Händen. Außer sie hat halt so Überpranken, aber das glaube ich nicht. As you can see, all the cards are different. Yeah, I can. I'm going to turn them face down and I want you to touch the back of any card. Okay, er soll irgendeine right. Karte berühren. That one. Er berührt die da. Sehr schön. Thank you. I want you to look at die Karte your card, merken. Remembering don't let anyone else see. I won't. Okay, okay. Niemand sonst darf Now, die Karte Sam, sehen, nur you're er. The boss. I want you to pick any book, either Amanda, Alicia or David's. Alicia's, please. Alicia. Why are we still here? Look, okay. About 600 pages. Could you name a number between 1 and 600? It's 77. Okay, 77. Er hat sich die Seite ausgesucht, er hat sich das Buch frei ausgewählt. Keine Magician's Choice. Could you turn your book to page 77 yes. for me, please? Okay, sie schlägt das Buch auf Seite 77. Alle Wörter sind unterschiedlich. Now, could you pick any word and tell us what it is? Kettle. Kettle. Remember, Sam, you could have picked any book. And Alicia, you could have chosen any word, but you chose kettle. Yes. See this blackboard? Before the show tonight, I wrote a word on the board. Watch. Alter, wie selbstbewusst die ist. Ohne Witz, wie viel einfach so viele, inklusive mir, von ihr lernen können. Wie selbstbewusst die präsentiert. Digga, wie eine erwachsene Mann. Als würde sie ihr ganzes Leben nichts anderes machen. Und tada! Es steht da einfach wirklich kettle. Das Wort? Alter, krasse Show, Mann. Und ohne Witz, das ist einfach ein 8-jähriges Mädchen, Digga. Das ist ein kleines Mädchen. Oh. Simon, you chose a card. What richtig, stimmt. Card? Er hat eine Karte gedacht. It's four diamonds. Karo 4. Yo! Wie gut einfach.
Alter, wie selbstbewusst die präsentiert. Ohne Witz, einfach Übertalent. Also wirklich an dieser Stelle ganz großen Applaus an das kleine Mädchen. 8 Jahre alt, komplett weggeflext. Ich glaube, sie ist 18, das erinnere ich mich so daran. Großes Kompliment. Und jetzt, liebe Freunde, kommen wir zum Siegertreppchen. Denn jetzt kommen wir zur Bronzemedaille. Kommt zur Bronzemedaille, Platz 3. Let's go. Wieder so ein junger Mensch. Alter, warum sind die alle so jung? Warum war ich in dem Alter einfach so ein Lauch? Why does it feel like it's raining in my... Cringe. All right. Hello, Henry. Hello. Hello there. Hello there. Er kommt so ganz chillig. I'm messing around with my cards in school and showing my friends magic tricks during class. So I found some ways to hide my cards in school, so my teachers don't get angry at me. Okay, so the first way I hide my cards is smuggling them into school inside my lunch bag, along with a snack for later. And that way, okay, I can da hat er so einen Snack am Start. Und so neben Heidi, dem Snack. Will you be my friend? Yes, I'd love it. Hat er ganz chillig so ein paar Karten am Start hier. Any card you like. Go ahead and Karte ziehen und unterschreiben. Alles klar. Sorry, dass ich das so kommentiere, aber ich versuche so wenig wie möglich vom Originalton einzublenden. Einfach aus Copyright-Gründen. Digga, ist das Seal? Digga, waren die da noch zusammen? Nee, wahnsinnig. Ist einfach ihr Ex-Mann am Start. Das ist doch Seal, oder? Oder bin ich blind? Egal. Ist das Seal? Ja, okay. Singer. Das ist Seal. Und das ist der Typ, der hier neben Heidi Klum sitzt. Das ist doch Seal, oder? Safe ist das Seal. Okay. Take that. So Seal, do me a favor, man. Hold out one of your hands. I'll give you... Ah, Seal, hat er gesagt, oder? So Seal. Take that. So Seal, do me a favor, man. Yes. Hold out one of your... Es ist Seal, woo! Hashtag Matti, der Promi-Kenner. Okay, let's go. Your hands, I'll give you the deck and you put your other hand on top. So that way, there's no way I can... Okay, er hat die unterschriebene Kreuz 8 in seiner Hand. Now, would it be impressive, Mel, if I could pull Heidi's card from the deck with just one hand? Would that be impressive? Yeah. Alright, here we go. Achso, er hat das ganze Deck in der Hand. You're right. That would have been really impressive. Oh. That one, that war leider really, nicht die Kreuz really 8. Ah, der hat voll verkackt. Ich war doch ein Talent früher. Okay, vergessen wir das. But sadly, no, I got the King of Diamonds, not even close. Tell you what, I'll make it up to you. I'll show you my second way I hide cards in school. It's making every single card inside of your hands turn completely invisible. Check it out. That's every single card in the entire deck completely clear. Ein wahres Phantom also. Da sicher die Performance von Heido in meinem 150.000 Abo Street Magic Special ja besser. Gucken wir weiter. Don't notice a thing. Wow. But as cool as that is, I never found your card. Instead, I thought it was the King of Diamonds. But you look a little closer. Printed onto the card, the king seems to be holding on to the snack I brought here earlier today. No. Howie, I won't touch it. You pick up that snack. No. Make sure there's no cuts, slits or tears anywhere on that, yeah? Okay. No, it's keine Schlitze. Es ist einfach komplett zu geschweißt. Okay. Er macht es auf. Break that in half. No. Und da drin ist, oh my gosh, der Pop-Tart oder was auch immer das card ist. Folded in half is one card. Ladies and gentlemen, it is Heidi's signed card. Kranker Platz 3 auf jeden Fall. Kann man nix sagen. Kann man wirklich nix sagen. Junge, warum guckst du so verschmitzt? Wir wissen, dass du es drauf hast. Reib mir nicht nur unter die Nase, wie talentlos ich bin. Was geht bei Heidi, Alter? Und warum sieht Simon so verliebt aus? Henry, kranken Respekt, 15 Jahre. Ich habe mit 15 angefangen zu zaubern. Ich war genau so ein Bubi, als ich angefangen habe mit all dem. Und er rasiert einfach schon komplett. Weißt du, was ich in der Zeit gemacht habe? Das hier. Tell me they will play my songs. Okay, Platz 2, Freunde. Jetzt Silbermedaille. Jetzt wird's ernst, Freunde. Jetzt machen wir auf ernst. Jetzt geht's richtig ab, Freunde. Mal gucken. Ach, den kenne ich doch, den Matt. Den haben sie wirklich auf Platz 2 gepackt? Jetzt ohne Flachs, nach all dem, was wir gerade gesehen haben. Wenn ich gewusst hätte von Anfang an, dass Matt Edwards in dieser Liste mit drin ist, hätte ich ihn auf jeden Fall auf Platz 10 gepackt. Weil ich verstehe, die ganze Hintergrundgeschichte und bla bla und bliblablub ist ja alles mega cute und so. Aber das ist jetzt wirklich kein Platz 2. Also Freunde, das finde ich gerade wirklich nicht gut. Das muss ich wirklich sagen. Sein Act ist der Hammer, aber nicht so der Hammer wie einige andere Acts, die wir hier schon gesehen haben in dieser Top 10 Liste. Ich bin enttäuscht, aber wir gucken trotzdem zusammen seinen Act. Hey, well, my name is Matt. What's your name? Brilliant, that's enough. Now, I've only got like a minute to show you what I can do. Er hat halt übelst das Charisma. Ja, also das muss man wirklich sagen. Seine Bühnenpräsenz ist einfach King. Gentlemen, I'd like to perform a trick. But before I do my trick, I'm going to propose a toast. I want to say cheers to everybody. So, when I say cheers, everybody in the audience shouts...
Cheers. Cheers. Perfect. Amazing. Now, because I've only got a minute, I'm going to give this a big build-up in the hope that everyone claps really loudly and then all the ladies take off their bras and throw them in my face. Nice. Looking at you, Alicia. Worth a try. So... Cringe. Aber er hat sich cool aus dem Cringe rausgerettet mit diesem Worth a Try und dann halt Comedy draus gemacht. Das war witzig. Damals wieder okay. Hätte er das nicht gesagt, wäre cringe gewesen. Okay. Ladies and gentlemen. Señores y señores, bienvenidos a la Britain's Got Talent. Esta noche se acaba la tequila. Er hat halt übelst die Bühnenpräsenz. Er ist halt im Prinzip Matti auf Frag Mr. Tricks XL-Modus, aber in live und als Mensch. Also das ist schon krank. Okay. Seth Lee Evans and Magic. Er hat halt eine kranke Präsenz. Guck mal, wie gut er sich auf der Bühne fühlt. I like him. I do. Seit Tequila. So. Das war viel Tequila. Oh, so trinken wir aber kein Tequila. Man muss ja erstmal Salz ablecken, Tequila trinken und dann in die Zitrone beißen, Mensch. Ja, der Mathe-Wege kennt sich aus. Tequila. So, Salz ist da. I'm fine. So. Salz ist am Start. Gott. Okay, Salz ist nicht mehr am Start. Da ist das Salz. Wisst ihr, und ich weiß schon, was jetzt alle... Ihr schreibt jetzt wieder in die Kommentare. Hey, Matti, da hat das einfach in so einer Daumenspitze. Leute, der Killer. Guck mal, wie viel Salz da rauskommt. Ihr könnt mir nichts von irgendwas mit Daumenspitze und ein bisschen Salz da drin erzählen. Guck mal, wie viel Salz da rauskommt. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Sorry. Er hat halt eine Ultrakrank. Guck mal, wie er sich präsentiert. Das ist krass einfach. Läuft bei ihm? Tequila! Freunde, und das war's dann auch schon. Ladies and gentlemen, everybody, cheers! Cheers! Thank you. Thanks. So, ich hoffe, ihr versteht jetzt, warum ich sage, Platz 2 finde ich ein bisschen ungerechtfertigt. Es war ein wunderschöner Act und seine Bühnenpräsenz ist einfach... Digga, wenn sich da jeder von nur so eine Nanometer Einmolekülschichtscheibe abschneidet, so wie es bei so einer Goldfolie so gerade so eine Einmolekülschicht und die so auf seine Haut drauf schmiert, dann wären wir alle schon Millionäre von unserer Präsenz. Also wirklich, der Typ ist einfach... Alter, wie der da steht einfach. Weißt du, jeder fängt an zu lächeln, jeder kriegt gute Laune von dem Typen und das ist natürlich Gold wert. You're actually doing, so therefore it's even more magical. Oh, wie süß er sich freut really über die ganzen Komplimente. I think you're charming, I think you're funny and you're kind of old school with a twist, which is absolutely perfect for Britain's Got Talent. Well done. Oh, wie süß er sich freut. Simon? This is so cute. You are brilliant. Hört ihr, was ich höre? I mean, really, really funny. Das ist Fix You von Coldplay. And how old are you, 34? Wisst ihr, was Fix You von Coldplay bedeutet? Okay, I'm surprised you haven't had a break yet, Matthew, because you're really likable. And nuts. Guck, die hören alle schon Fix You von Coldplay. Alle in diesem Saal wissen jetzt, was passiert. This is what we look for on these shows. People who've got star quality. I've just got a feeling about you. Oh, guck mal, wie süß er sich freut. Warum hört er das nicht? Warum hört er nicht, dass da Coldplay läuft? Love your passion and enthusiasm. Leute, da läuft Coldplay. We're going to take a vote, David. Okay. Also. I'm going to say yes. Okay, er sagt ja. Hold on. Oh? Die Coldplay-Gitarre! Wo kommt die denn her? Es baut sich auf! Hört ihr das Whitebecken? Das muss ich eh alles wegschneiden wegen Copyright und so. Aber, oh mein Gott, die Kamera sucht auf den goldenen Buzzer. Was ist das denn? Warum schaffen die das immer genau auf den Beat? Wie machen die das?
Ja, er hat einen goldenen Buzzer gekriegt, das hatte ich gerade gespoilert. Genau, was ich gerade gesagt hatte. Wisst ihr, und genau das meine ich dann auch nochmal. Er ist jetzt auf Platz 2, er kriegt den goldenen Buzzer und so weiter. Er hat sich halt ultra krank verkauft. Und er wirkte auf die Leute halt dadurch, wie er sich verkauft auf der Bühne so, als wäre er wirklich Star-Material und Golden Buzzer-Material. Ich muss aber sagen, an dieser Stelle, wisst ihr, oh, Platz 1, psch, so ein Shen Lim beispielsweise, kriegt diesen goldenen Buzzer dann aber nicht. Obwohl alleine rein vom Skill her schon das, wirklich das, was der Matt gerade gemacht hat, das ist, und das hier ist schon Mount Everest, aber was beispielsweise, nur mal als Beispiel, Shen Lim jetzt in dieser Staffel allein schon gemacht hat, ist also dieser eine Berg da auf dem Mars, ich weiß nicht, wie der heißt, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der höher ist als der Mount Everest für den Vergleich. Und genau das meine ich. Das ist einfach nur meine Meinung dazu, aber er hat sich halt besser verkauft als jeder andere und deshalb hat er den goldenen Buzzer bekommen und die anderen nicht. Jetzt, liebe Freunde, kommen wir aber zu Platz 1, aber ich sehe, mein Kameraakku ist leer. Ich darf den einmal nochmal wechseln. Spannungsaufbau. Wer hat den ersten Platz bekommen? Das erfahren Sie gleich nach der Werbeunterbrechung, die nicht stattfinden kann, weil das Video demonetarisiert ist. Wuhu! Zack. Und wir sind zurück. Perfekt. Das Klatschen dient der Synchronisierung, dass ihr Bescheid wisst. Kommen wir zu Platz... Ich kann Gitarre spielen. Warum spiele ich das so falsch? Egal, kommen wir zu Platz Numero 1. Okay, Platz 1, let's go. Nein! Ey Leute, das finde ich echt nicht in Ordnung. Leute, das finde ich wirklich nicht in Ordnung. Ich finde das nicht okay, weil hier steht Top 10 Best Magicians. Und Will Tsai ist bei allem Respekt kein Magier. Er bezeichnet sich ja auch selbst nicht mal als Magier. Er ist ein sogenannter Visualist. Es ist keine klassische Zauberei, was er macht. Will Tsai hat ein unglaubliches Talent. Ist immer noch schief, Digga. Was ist los? Jetzt ist die gerade. Will Tsai hat ein unglaubliches Talent. Er hat das Talent, es so aussehen zu lassen, als wäre er ein Magier. Er ist aber kein Magier. Das ist nicht klassische Magie, was er macht. Das ist auch nicht moderne Magie, was er macht. Das ist was anderes. Ich will es nicht verraten, aber es ist keine Magie in dem Sinne. Also im Endeffekt, das Produkt ist dasselbe. Also es wirkt auf die Leute genau gleich. In den Augen der Laien ist das Magie. Das ist ganz normale Zauberei. Aber nicht in den Augen eines Magiers. Ich bin ein Magier und ich sage, Will Tsai, ultraschöner Act. Wir gucken uns das gleich wirklich zusammen an. Ich wurde auch tausendmal gefragt, ob ich darauf nicht auch reagieren kann. Wir gucken uns das zusammen an, aber um Himmels Willen, das ist keine Zauberei aus Sicht eines Zauberers betrachtet. Aber gucken wir uns das mal an. Vielleicht versteht ihr gleich im Laufe des Acts, was ich meine. Ihr kennt alle die Routine Coin Matrix, wo man Münzen über den Tisch wandern lässt. Er macht hier sowas auch, aber er macht es einfach krasser, als es jeder von uns jemals machen wird. Wirklich, das ist krasser, als jeder von uns es jemals schaffen können wird. Und ihr werdet auch gleich sehen, warum. First path was a fish. His name was Joey, and he was my best friend. I always wondered what he would be like. Warte mal, hä, das kenne ich ja gar nicht. Ich kenne nur seinen ersten Act. Freunde, ich kenn's noch nicht. Ich kannte nur seinen ersten Act. Ich bin jetzt auch gespannt, was jetzt passiert. Ich kannte die Coin Matrix. Ist doch keine Coin Matrix. Okay, was macht er jetzt? Bring Joey back, using magic. Nee, aber Schnieke. Verwirrt, was gerade passiert, sag ich. Ja, da ist Eis in seiner Hand, aber was nun? Everyone, meet my friend Joey. Da ist ein Fisch! Hä? Das war's? Also er hat einen Eiswürfel über 1000 Umwege hin und her in seinen Händen hin und her transportiert und dann ins Wasser geworfen und da war dann ein Fisch. Komm Freunde, wir gucken einfach nochmal der Vollständigkeit halber seine Coin Matrix an. Einfach weil ich drüber geredet habe. Das ist Platz 1 und das hier war sein erster Auftritt bei America's Got Talent. So, Kamera kommt ran. Er steht ganz chillig an seinem stylischen Tisch. I like flowers.
because they remind me of how beautiful life is. I like flowers. They remind me of how beautiful life is. I don't like sand. It's coarse and rough and irritating. Okay, komm mal weiter. But also very fragile. And that's why every second counts. In the grand scheme of things, life happens in a blink of an eye. So for the next few moments, don't blink. Okay, nicht blinzeln, Freunde. Challenge? Nicht blinzeln. Warum blinze ich die ganze Zeit? Okay, nicht blinzeln. Münze, Münze, Münze. Münze, Münze. Ich habe noch nicht geblinzelt. Ich habe geblinzelt. Okay, ich habe verloren. Okay, ich schaffe das nicht. So, darauf kommen ganz chilly Vanillekarten drauf. Ja? Legt da so ganz chillig drauf und... Achtung. Und eine Münze wandert rüber. Und... Ganz chilly Vanille wandert die nächste Münze rüber. Und ganz Chili Vanilli wandert alles wieder zurück. Wisst ihr, und das ist jetzt auch das Problem. Da hat man gerade schon verstanden, was Sache ist. Weil niemand von uns eine Coin Matrix macht und dabei die Karten die ganze Zeit hin und her treten, die ganze Zeit die leeren Hände zeigt. Das macht niemand von uns. Und deshalb werden sich jetzt viele von euch denken, warte mal, wie soll es denn dann bitte schön gehen? Und jetzt denkt mal immer weiter und weiter. Und dann werdet ihr merken, da steht nicht Magician, da steht Visualist. Und das hat einen Grund. Gucken wir mal weiter. So, die Karten verschwinden. Wisst ihr, genau das meine ich, ja? Das meine ich, Freunde, das meine ich. Es ist wirklich wunderschön. Guck mal, wie schön das auf Laien wie Magie wirkt, ja? Aber es ist halt keine Magie in dem Sinne. Sorry, dass ich gerade so am Haten bin. Ich meine das gar nicht böse. Yes. Das war's. Und jetzt bitte, bitte, bevor ihr das macht, jetzt kommt mir bitte nicht wieder an mit, das sind Kameratricks. Nein, das sind keine Kameratricks. Ja, in gewisser Form wurde da ein bisschen nachher im Schnitt geholfen. Da stimme ich euch zu. Aber nein, es ist nicht das ganze Publikum und die Juroren eingekauft und das sind alles Schauspieler. Nein, er hat das live so vorgeführt, ohne Kameratricks. Er hat es live so vorgeführt, die Leute sind ausgerastet. Das gilt für die allermeisten Zauberer bei America's und Britain's Got Talent und so weiter. Zauberei funktioniert gut live, aber es kann bei Zauberei immer etwas schief gehen vor einer Kamera. Vor einer Kamera zaubern ist was anderes als live zu zaubern. Und damit man das auf YouTube nicht nachher einfach zurückspulen kann und sich ganz genau angucken kann, wie die ganzen Tricks gehen, wird dann nachher im Schnitt ein bisschen nachgeholfen. Nichtsdestotrotz ist das ein echter Act. Das wollte ich an dieser Stelle gesagt haben, weil es viele Gerüchte gibt und diese Gerüchte sind Blödsinn. Ja, dann wisst ihr als deutsche Community wenigstens Bescheid. Ja, es wurde nachgeholfen, aber nein, es ist nicht fake. Okay? Nichtsdestotrotz ist das keine Sleight of Hand. Und deshalb sage ich, es ist nicht Magie im klassischen Sinne. Das war auf jeden Fall Platz 1. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unverdient. Es ist nicht ganz... Ja, ist schwierig, das jetzt von mir so zu sagen. Ich wäre da wahrscheinlich nicht mal in die nächste Runde gekommen. Aber ein ganz großes Kompliment an ihn und an alle 10 Kandidaten. Freunde, ihr habt es geschafft. Wer die beiden Videos hintereinander geguckt hat, der hat jetzt wahrscheinlich, was, ich würde schätzen 40 Minuten oder so, an der vollen Ladung Matti ertragen müssen. Großes Kompliment dafür. Im gestrigen Video habe ich übrigens aufgelöst, wer das Alpha-Deck gewonnen hat. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, solltet ihr das jetzt nachholen. Es war ja die ganze Zeit da oben beim i-Symbol verlinkt. Einfach auf das i klicken und dann klickt ihr auf das Video von gestern. Fertig. Vergesst den Daumen nach oben nicht, liebe Freunde. Und wisst ihr was? Ich beende das Video jetzt. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Haut rein, liebe Freunde. Ciao, euer Matti.